Ja, bitte. Willkommen in meinem Büro. Und jetzt der Anmod. Ja, Ruhe. Ich wollte es gerade machen, Niklas. Halt doch einfach. Kinders, 9 Jahre YouTube. Und jetzt steht's an. Die große Pause. Die große Jause, die große Sause. Mann, wäre das eine geile Zeit. Aber vorher würde ich euch gerne zeigen, wie ich die letzten 3 Jahre gearbeitet habe und was hier eigentlich abging. Ab Sonntag ist der letzte Stream. Sonntag um 13 Uhr gibt es nochmal einen 12, 13, 14 Stunden Stream. Je nachdem, wie lange wir durchhalten. Kleiner Submarathon, maybe. Damit ich zum Ende nochmal das maximale Geld raushole. Muss Mitarbeiter weiter bezahlen, obwohl ich 2 Monate keine Einnahmen habe. Wird auf jeden Fall eine wilde Nummer. Ich zeige euch ganz kurz, wie es hier die ganze Zeit bei uns abgelaufen ist. Das ist mein Hund Akani. Der sitzt die ganze Zeit wie ein weirdes Kind da. Und ich würde sagen, wir fangen in der Küche an. Die haben wir tatsächlich schon seit, ich glaube, 3, 4 Jahren, seitdem wir hier sind, irgendwie nie richtig umgebaut. Hier ist keine Kochplatte drin. Ist eine entspannte Teeküche. Basically, die haben wir uns 3 Jahre lang wie Scheiße. Das ist leider so. Dann haben wir hier tatsächlich unser Gäste-WC. Wir haben nie Gäste, deshalb ist das hier der Abstellraum für eventuelle Klamotten-Samples. Dann kommen wir hier rein. Hier vorne haben wir tatsächlich 3 Companies angemeldet, die allerdings nicht so viel mit mir zu tun haben, weil das die Companies von Kim sind. Was hast du da an? Halt dich. Das ist auf jeden Fall unsere Company, also das ist die Company von Kim. Das ist die Company von Kim, einer Managerin Space Arts Management. In dem Management sind drin Luna, Tuttle, Adi, Jody und ich. Und Wavy Boy und Calvin Colt. Dann haben wir hier noch Space Music Records, das ist das Musiklabel, mit dem ich arbeite. Das ist Julius, was machst du heute? Was ist deine Aufgabe? Julius, was machst du da? Julius ist auf jeden Fall unser Praktikant, der ist... Du machst das schon, ne? Ja, er hat vorgestern seinen Sonderschulabschluss gemacht. Grüße, geht raus an der Stelle. Hier ist eine riesige Dose Dirty tatsächlich, unglaublich spannend. Wow. Dann haben wir hier tatsächlich noch unser Space Product Development, wo die ganze Zeit an Produkten gearbeitet wird, Kollektionen für Hydra und Merchandise und so weiter und so fort. Ganz cool. Also ihr könnt euch vorstellen, hier vorne sitzen eigentlich 6 Top-Notch Powerful Girls, die den ganzen Tag hustlen. Was denn? Du kannst auch sagen, dass wir mittendrin Sachen einblenden, wie es aber damals aussah. Ganz genau, so sah es natürlich früher aus und jetzt ist das heute quasi so, also ihr seht, die hat sich einiges getan. Gerade Kim hat hier Unmengen in die Hand genommen, um das Ganze so schön wie möglich zu gestalten. Und jetzt ist es soweit, wir brauchen mehr Platz. Deshalb müssen wir uns hier langsam verpassen, beziehungsweise wir haben gesagt, hey, wir merken, es wird hier langsam eng. Ihr braucht hinten noch einen Bereich, weil wir brauchen mehr Mitarbeiter. Deshalb brauchen wir ab. Die 2 Wände kommen auf Internet mit ins neue Office. Und hier wird wahrscheinlich auch noch einiges abgehen, hier wird sich auch noch einiges ändern. Da bin ich aber erstmal raus. Das ist unser Geschäftsführer tatsächlich und Office Manager. Thorsten war der Name, richtig? Thorsten? Thorsten! Ah! Nein, oh. Okay, also das ist auf jeden Fall unser ganzer Arbeitsbereich hier vorne von dem Management, Produktfirma und Label. Ich hoffe, dass ich das soweit zeigen darf. Kim, bitte verklag mich nicht. Hier ist auf jeden Fall unser Badezimmer. Ich liebe Schwänze in meinem Schwänze. Jeden Tag. Das ist jetzt nichts Spannendes. Hier wird quasi gekackt, geduscht und gewickelt. Spaß, hier wird nicht geduscht. Wir gehen kurz nach hinten in unseren Bereich. Das hier hat Jody damals sehr schön mit Lia bemalt. Hier, das sieht unglaublich geil aus. Hier sind so ein paar Produktsamples, die darfst du nicht filmen, beziehungsweise filmen sie gerne, aber die sind komplett verpixelt. Ihr dürft tatsächlich gar nicht wissen, was da gerade alles entsteht, weil das alles noch geheim ist. Weil die Treppe runter. Hau ab, Flash. Hier ist unser Meeting-Bereich. Hier sitzen wir quasi immer und haben extrem intelligente Meetings. Wir zeigen euch ganz kurz, wie das aussieht. Genau so sehen unsere Meetings dann quasi aus, wenn unser Geschäftsführer etwas entscheidet. Ich würde dem auch Folge geleistet. Hier vorne haben wir tatsächlich eine Wand, die ist komplett neu. Hier ist nichts aufgeräumt, hier stehen schon die meisten Sachen rum, weil wir schon dabei sind, ein bisschen was auszumisten, zu verpacken. Wir haben einfach unglaublich viele Nerf-Waffen. Da ist vielleicht einer drin. Das ist auf jeden Fall gerade der Arbeitsbereich von den Jungs hier. Wie gesagt, das wird alles nochmal komplett umgebaut werden hier. Klimaanlage mal ganz kurz aus. Genau, also hier merkt ihr auch schon, es wird eng. Jetzt kommt noch eine 4. Person dazu. Später dazu im Video mehr. Deshalb passt das hier alles nicht mehr. Also ein Großteil der Möbel werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Der Table kommt auf jeden Fall mit. Was denn? Sag, später im Video erfahrt ihr, ob es Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist. Für Nein, falsch, falsch. Dann haben wir hier, wie gesagt, noch super viel Stuff. Dieser Automat wird auf jeden Fall nicht der letzte sein. Denn ich habe vor, Julius ganz kurz raus. Julius, ganz kurz. Julius, dieser Automat ist auf jeden Fall nicht der letzte. Red Bull hat es den ja damals hier gestellt. Und ich sag's euch, wie es ist. Julius, bitte. Oh, das Gesicht eingrenzen. Dieser Automat wird auf jeden Fall tatsächlich nicht der letzte sein in der neuen Halle. Wahrscheinlich kriegen wir da ein bisschen was gestellt, aber das wird sich alles noch zeigen. Wir möchten da ein Gym, eine Arcade reinbauen, ein Tonstudio, ein Podcaststudio. Also ihr merkt, deutlich größer, deutlich geiler, deutlich mehr Platz und vor allen Dingen halt nicht 3 oder 4 Leute in einem Office, sondern alles schön aufgeteilt. Die neuen Offices sind, glaube ich, doppelt so groß wie das hier für 2 Personen. Und was mit dem Stuff unten passiert, würde ich sagen, erzähle ich euch, wenn wir mal runtergehen. Bis gleich. Und den Kostari. Und jetzt sind wir hier unten bei mir in meinem wunderschönen, wunderschönen, nicht aufgeräumten, kein bisschen sortierten Raum, den ich tatsächlich lange schon nicht mehr... Ich habe heute für 2 Hotdogs 30 Euro bezahlt. Ah ja, genau. Es ist nur so unaufgeräumt, weil wir ja gerade im Umzugsstress sind, ne?
Nicht, weil sonst hier so. Ja, kennt ihr alle schon, eigentlich das Büro hier unten ist mega entspannt. Mein ganzer DJ-Stuff liegt jetzt hier so ungefähr seit 2 Monaten am Boden, weil ich mir zu Hause was hingestellt habe und irgendwie habe ich das nie wieder aufgebaut. Vor allen Dingen habe ich da auch keinen Platz, weil da ist die ganze Zeit, Mann, da stehen die ganze Zeit Sachen drauf. Da steht irgendwie ein Karton mit Arcani, Hundefutter und so. Aber gut, das hier wird auf jeden Fall alles wahrscheinlich ins Label übergehen. Das ist, wie gesagt, mein Raum, kennt ihr alles. Hier ist eine Leinwand drin, ein Greenscreen, ein Schild. Ich kann das Licht hier komplett ansteuern und so weiter und so fort. Ist mega entspannt. Also ich kann hier, keine Ahnung, Alter, wenn ich will, kann ich hier sämtliche Farben kann ich hier reinmachen und dann kann ich das hier so einstellen, wie ich will. Muss ich ehrlich sagen, ganz unter uns gesagt, das ist eine sehr, sehr nette Sache hier. Allerdings ist das auf jeden Fall ein Ding, was ich mir wahrscheinlich im nächsten Raum sparen werde. Weil, to be honest, es ist cool, es ist nice. Hab ich auch gerade verstanden. Ja, du bist aber nie ehrlich zu mir. Also unter uns gesagt, ist das eine Sache, die man nicht wirklich braucht. Keine Ahnung, Lichtsteuerung ist super cool. Genauso wie hier die Leinwand mit dem Beamer. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab das Ding, glaube ich, noch nie zum Stream benutzt. Und dreimal, um mit irgendeinem Girl einen Film zu gucken und zweimal, um zu bummen. Das Sofa wird tatsächlich verbrannt wegen der ganzen Missetaten, die ich da begangen habe. Ja, keine Ahnung. Leinwand ist hier drin. Das Einzige, was wirklich wieder sein muss, ist auf jeden Fall eine Anlage, die fest verbaut ist, weil das ist wirklich extrem lit. Yeah, Musikvideo. Okay, warte. Dafür ist es halt einfach nur da. Also du tanzt du dann auch alleine hier bestimmt dann manchmal, ne? Ja, jedenfalls ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich definitiv wieder mitnehmen werde. Wir haben hier noch super viele von den Boxen. Auch die werden wiederverwendet werden. Die ganzen Bildschirme, muss ich ganz ehrlich sagen, der kommt wahrscheinlich weg. Die drei Bildschirme sind Schockgesell. Außer, dass dieser Bildschirm, ich weiß nicht genau, warum die ganze Zeit... Also, Digga, ich krieg jedes Mal halbe Halluzination LSD-Farbflash davon. Ich weiß es nicht. Ich sitze teilweise hier stundenlang, guck mir das an und frag mich, warum macht er das und vor allen Dingen, warum existiere ich? Wir haben sehr gute Noble-Chairs-Stühle, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Richtig, genau. Wir haben hier extrem geile Stühle von Noble Chairs, die kommen auch mit. Das Ding hier, auch iconic, wird auf jeden Fall mitgenommen. Vielleicht bürsten wir da nochmal drüber, damit die ganzen Schäden... Ah! Du seid's mir nicht... Lass, die Schau stehen! Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Table hier kommt auch mit. Allerdings überlege ich tatsächlich, den einmal zwei zu teilen. Das heißt, dass ich den hier mit in den Raum stelle und das DJ-Setup einmal an die Wand stelle, beziehungsweise das vielleicht sogar nach unten bringe. Wird ein bisschen schwierig, weil, ja, da fehlen halt ein paar Beine, aber unser Schreiner ist bereits informiert. Auch das Ding hier werde ich wahrscheinlich verschieben müssen und so weiter und so fort. Also ich möchte eigentlich alles fest installieren. Die Elgato-Sachen, Schockgesell, die kommen auf jeden Fall alle mit, gerade weil ich die halt hier irgendwie... über das Panel steuern kann. Auch das hier, wie gesagt, die ganzen Plastikpflanzen werde ich safe mitnehmen und der Raum wird auf jeden Fall dann hier unten für unser Musikstudio und unser Label Space Music Records genutzt werden. Ihr hört's. Von der Akustik her ist das top. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Hintergrund sehr gefühlt. Am Anfang, nach 2 Wochen allerdings nicht mehr. Und ich hätte den jedes Mal austauschen können, aber irgendwie mit der Vision im Kopf, dass wir was Neues brauchen, haben wir es einfach sein lassen. Und wahrscheinlich wird der neue Hintergrund so aussehen, dass entweder die ganze Zeit die Halle zu sehen ist oder ein Greenscreen, je nachdem, wie man es möchte. Da ist ja, wie gesagt, auch einer drin, den kann man sicherlich ausbauen. Oder wir lassen das einfach hier drin und suchen uns da eine neue Möglichkeit. Ich habe sogar überlegt, vielleicht kann mir das sogar jemand in den Kommentaren beantworten. Diese Deckenelemente hier, was sind hier die Lampen? Mit einer Lochdecke und einer Riegelplatte. Und ich überlege die ganze Zeit, klar, die Klimaanlage und sowas kann ich hier nicht rausbauen. Allerdings würde ich gerne dieses Deckenelement komplett mitnehmen. Frage jetzt an euch oder an irgendeinen Setbauer, der vielleicht Ahnung hat. Und ich werde das auch nochmal in den Setbauer stellen, der bei uns das ganze Office ausstattet. Kann ich den einfach mitnehmen, sage ich mal, und abschrauben und einfach einen Anhänger tun oder woanders hinfahren, wenn ich die Kabel durchschneide? Ich glaube schon. Durchschneiden? Perfekt. Das war's auf jeden Fall von der ganzen Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns massiv drauf auf den Umzug. Es wird wirklich einiges dazukommen. Ihr werdet definitiv sehen, diese Roomtour, das wird wirklich insane werden. Also wenn wir überlegen, ich glaube, wir haben 720 Quadratmeter oder sowas, glaube ich. Plus Außenbereich. Die Halle ist, glaube ich, 11 Meter hoch am höchsten Punkt oder sowas. Oder ja, sie ist sehr 12 hoch. Meter. So weit kann sie gar nicht gucken, also, so hoch ist die. Nein, ah. Tobi, man kann schon 12 Meter hoch gucken. Wir haben da massiv viel Platz. Wie gesagt, oben sind 5 Räume, unten ist nochmal ein bisschen was. Ich will gar nicht so viel spoilern, ihr werdet es ja dann sehen in 2 Monaten, wenn wir da einziehen. Glaube nicht tatsächlich, weil ich bin ja sowieso ganz oft hier. Also ich werde ja sowieso immer wieder hier sein, denn eine wichtige Sache, wie bereits schon vorhin erwähnt, das Management und alle Mitarbeiter für Produktdesign, Musiklabel und Management und die ganzen anderen Companies, quasi die hier noch mithängen, bleiben auf jeden Fall oben. Der Raum, den wir extra für euch ausgebaut haben, den wir eben gezeigt haben, der wird auch nochmal genutzt werden, weil wir brauchen einfach mehr Platz. Also es ist einfach so, dass wir, ja, wir haben zu wenig Platz. Hat man ja gesehen, dass wir... Zumal dann ja nochmal eine neue Mitarbeiterin dazukommt. Mitarbeiter, oh, ist das geleakt? Oh, oh,
MitarbeiterInnen, hast du gesagt. Innen. MitarbeiterInnen. Das war ganz normal gegendert. Das war MitarbeiterInnen. MitarbeiterInnen. Ja. Nee. Ich würde sagen, das war dieses wunderschöne Video, meine Freunde. Am Sonntag gibt es noch einen kleinen Abschlussstream. Der fängt um 13 Uhr an. Kleiner 12-13-Stunden-Stream. Wird auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer. Wir werden mit Gigan zusammen Minecraft spielen und zusammen dann auch den GTA-Server betreten. Es wird ein Fest, es wird freudig, lustig, juhe. Und am Montag ist dann erstmal für 2 Monate Ruhe für mich. Ich freue mich drauf. Lasst einen Daumen nach oben da. Peace und ciao.